Angefangen hat die Künstlerin Dayanita Singh mit solchen kleinen Leporellos. Die gefalteten Büchlein waren der ideale Rahmen für ihre Schwarz-Weiß-Fotografien. Thematisch geordnet erzählen sie kleine Geschichten. Auch wenn sich ihre Arbeiten über die letzten 30 Jahre weiterentwickelt haben, so lassen sich die Anfänge immer noch überall nachspüren. Nicht zuletzt aus diesem Grund definiert sich die Fotokünstlerin selbst als Book Artist. Ich denke in Buchform. Mit diesen Museum Structures habe ich eine Form gefunden, wie ich meine Fotos wie in einem Buch präsentieren kann. Das Buch ist einfach mein Ausdrucksmedium. Es gibt verschiedene Sorten von Künstlern und ich bin eben eine Buchkünstlerin. 700 Fotos aus 3 Jahrzehnten sind aktuell im MMK Zollamt zu sehen. In Anlehnung an die kleinen Faltbüchlein entstanden die sogenannten Museum Structures. Auch in diesen selbst entworfenen Displays werden die Fotos nach Themen geordnet ausgestellt. Das Museum of Photography stellt, wie sollte es anders sein, Porträts in den Mittelpunkt. Ihre Motive findet die indische Künstlerin aus Neu-Delhi in ihrem Heimatland. Ich glaube, es geht wie generell in unserem Leben um Distanz und Nähe, im Persönlichen, im Privaten wie im Gesellschaftlichen. Und dann, finde ich, wird Fotografie wirklich interessant, wenn ich sowohl mit einem sehr starken Moment von Empathie daran gehen kann und etwas sehr Persönliches, etwas sehr Individuelles spüre, für mich selber, aber natürlich auch aus der Sicht der Fotografin, wenn es plötzlich aber auch gesellschaftlich relevant wird und wenn Fotografie plötzlich das Spiegelbild einer gesellschaftlichen Situation wird. Und dieses Verhältnis von Gesellschaft und Privatheit, das ist, glaube ich, etwas, was uns alle sehr berührt. Das Besondere an der Präsentationsform? Hinter jedem Bilderschrank finden sich kleine Archive mit weiteren Fotos. So können die Museum Structures stets abgewandelt und ergänzt werden, woraus sich neue Geschichten ergeben. Wer genau hinschaut, wird im Museum of Little Ladies eine kleine Überraschung entdecken. Ein Kinderfoto der Künstlerin selbst, geschossen von ihrer Mutter. Eines von vielen Highlights.